Hallo, ich bin die Anna, Mama vom Kai. Und zu seinem ersten Geburtstag hatten wir einiges an Deko, was ihr auch wahrscheinlich in seinem Geburtstagvideo gesehen habt. Und unter anderem diesen Zug hier mit Kerzen. Und ich finde den wirklich super süß, sehr hochwertig. Und ich dachte, ich sage heute mal ein paar Worte dazu. Der Zug besteht aus 7 Waggons und jeder Waggon ist wirklich sehr individuell und mit sehr, sehr, sehr viel Detailliebe gestaltet. Also ich finde wirklich alles sehr hübsch. Es ist fast so, dass ich es schade gefunden habe, dass ich Kai nicht damit spielen lassen kann, weil ja, dann macht das kaputt und dann hatten wir den Zug zu seinem ersten Geburtstag und dann nie wieder. Es ist auch sehr süß, da man eben Zahlen einfügen kann am ersten Waggon und da sind auch unterschiedliche Zahlen dabei, also das kann man auf jeden Fall länger verwenden und man kann auch wirklich mit dem Waggon herumfahren. Diese Maus ist quasi der Lokführer und ja, man kann dann alle Waggons so zusammenhängen. Ich finde, so etwas ist immer eine sehr süße Idee für einen Kindergeburtstag. Was ich ein wenig schade gefunden habe, war, dass die Kerzen nicht dabei waren. Die musste man extra kaufen, aber solche Kerzen bekommt man eigentlich auch immer wieder. Auf jeden Fall bei babyartikel.de gibt es die wunderschönen blauen, die wir benutzt haben. Der Zug ist wirklich sehr süß gemacht. Ja, wie gesagt, man kann ihn lange verwenden. Wir werden ihn wirklich jetzt bei jedem Kindergeburtstag benutzen. Und ich glaube auch, wenn Kai älter ist, wird es für ihn so eine Erinnerung sein. Ja, der Geburtstagszug. Und ja, wir werden ihn vielleicht dann auch noch zu seinem 18. benutzen, auch wenn es bis dahin keine Zahlen mehr gibt. Oder halt, ja, es gibt die Zahl 18 nicht, sondern nur 1 bis 9. Und ja, ich hoffe, das kurze Video war interessant für euch und das Produkt ist natürlich in der Infobox verlinkt. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!